Das stimmt. Es kam zu unterschiedlichen übernatürlichen Phänomenen. Ich habe solche Angst, dass ich gar nicht weiß, was ich tun soll. Ich habe schon so viele Leute um Rat gefragt. Ich hatte schon Bauarbeiter und Gutachter hier, die herausfinden sollten, ob die Vorgänge tatsächlich was mit Gespenstern zu tun haben. Ich habe die Polizei um Ermittlungen gebeten, ob es womöglich kriminelle Aktivitäten der, Auslöser sind. Aber keine der Untersuchungen trug Früchte. Also habe ich sogar ein berühmtes Geistemedium und einen Schamanen hier eingeladen, damit sie mir helfen. Ich weiß, wer. Das Geistermedium. Ich wollte gerade sagen, was nee, ist das? Schamane, warte mal, wie war denn? Hearthstone. Schamane, wer war das? Aber niemand. Frall? Aber niemand konnte diesen rätselhaften Geschehnissen ein Ende machen. Ich verstehe. Sie sind also mit ihrer Weisheit am Ende. Aber dann haben sie von uns gehört. Ich glaube nicht, dass hier eine Profilerin benötigt wird, Mister. Ich bezweifle, dass wir ihnen bei Gespenstern helfen können. G-Gespenster? Die sind schlimmer als F-Gespenster. Aber nicht so schlimm wie H-Gespenster. Natürlich. Und die können nur in einer Tonhöhe singen. Natürlich können wir das. Natürlich können wir das. Wir lösen jedes Rätsel. Das ist das Motto der Detektaläden. Wie können sie nur so etwas behaupten? Also, heißt das, dass Sie den Fall übernehmen werden, Miss Layden? Und Sie auch, Mr. Fetty? Einen Moment bitte, ich werde wirklich nicht. Natürlich werden wir. Was hier auch vorgeht, seien es nun Gespenster oder Giraffen, wir werden die Wahrheit herausfinden. Wir? Ich hab doch gar nicht eingewilligt. Vielen herzlichen Dank. Oh, das ist so eine Erleichterung. Catriel ist echt eine Sadistin. Halt, was? Geisterprofilen. Das gehört wirklich nicht zu meinen Aufgaben, Catriel. Aber Sola ist offensichtlich sehr besorgt. Wir müssen doch unser Bestes für sie tun, meinen Sie nicht? Oh, ich muss schon sagen, du hast ein großes Herz, Miss. Du hast recht, es ist unsere Pflicht, Menschen beizustehen, die in Schwierigkeiten stecken. Keine englische Lady, die diesen Namen verdient hat, würde sich von niemandem in Not abwenden. Nun, in meinem Adlern? Fliegt italienisches Blut. Entschuldigung. Nun, in meinen Adern fließt italienisches Blut. Va bene. Ich lasse mich zwar nicht gerne so manipulieren, aber wie Sie schon sagten, wir haben eine Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit. Sollen wir also nun mit unserer Untersuchung im Haus beginnen? Nein, ich glaube, wir sollten zunächst alle betroffenen Parteien befragen. Wir brauchen mehr Informationen über das, was eigentlich genau hier passiert. Sie sollen Parteien befragen? Können ja bei der Jamaika-Koalition anfangen. Ich will sicher nicht widersprechen. Also, ich werde Sie begleiten. Ach, wirklich? Aber bei unserem Fall im Sableloil-Kino waren Sie doch wild entschlossen, auf eigene Faust zu arbeiten. Es könnten wichtige Beweise oder Spuren geben, die Sie übersehen, wenn ich Sie nicht darauf hinweise. Ja. Natürlich, es hat wohl auch nichts damit zu tun, dass Sie hier lieber nicht allein sein wollen, oder? Angsthase. Ihr Hund hat wirklich ein schroffes Bellenkitschwer. Dann kommen Sie, lassen Sie uns anfangen. Ich glaube, es ist klar, wer die beste Informationsquelle zu den Geschehnissen in diesem Haus sein dürfte. Booster! Der Butler! Alle wissen es. Es ist immer der Butler! Eigentlich ist es immer der Nein, Gärtner. Nein, es ist der Butler! Der Gärtner ist es. Achso, wir ermitteln ja gar nicht in einem Mordfall. Dann war es nicht der Gärtner. Es ist der Butler. In Detektiv Conan ist es immer der Butler. Gar nicht, oder? Meistens. Na. Jedenfalls nicht der Gärtner. Ja, Gärtner gibt's da selten. Glaube ich. Meine Güte, Gespenster, das ist schon recht schaurig, oder? Meine Güte, Gespenster, es ist schaurig, dass du solchen Unsinn glaubst, Ernest. Glaubst du ihn etwa nicht, Asher? Nein, das ist Unsinn. Natürlich nicht. Es dürfte sich nur um ein großes Missverständnis handeln. Kann ich? Au!
In Black Butler ist es der Butler. Ja. Was ist Black Butler? Ist das eine Folge? Oder ist das was anderes? Oder ist das eine Serie? Ein Film? Das sollte dir jetzt peinlich sein. Nö, ist es nicht. Warum? Es ist ein Kult-Anime. Ich verscherze es mir jetzt lieber nicht. Ja, ist halt, ich sehe nicht, ich habe nicht jeden Anime gesehen. Das ist auch nicht jeder Anime. Weiter. Es scheint, als hätte ich Sie erschreckt, Sir. Entschuldigen Sie. Aber hallo, und Sie sollten sich auch bei Ernest entschuldigen. Der arme Welpe ist ja schier aus der Haut gefahren. Was für einen außergewöhnlichen Hund Sie halten, Ma'am. Man kann in seinen Bellen fast schon eine gewisse Intelligenz vernehmen. Ja. Vielen Dank, Booster. Eigentlich hatten wir die Hoffnung, dass wir uns mit Ihnen über die Ereignisse hier im Haus unterhalten können. Sehr wohl, Ma'am. Man darf also davon ausgehen, dass Sie sich Mysteries Anfrage annehmen werden. Sehr schön. Ich werde mich bemühen, Ihnen alle Fragen zu beantworten, die Sie mir stellen möchten. Der Manga hat ja auch ziemlich viele Yaoi-Züge. Ah, und deswegen ist es schlimm, dass ich den nicht gesehen habe. Oder... Nein, auch einfach wegen allgemein dem Humor und dem coolen Stil und Sebastian ist toll. Okay. Es fällt mir wirklich gar nichts dazu ein. Ich kenne echt viele Animes oder wir Mangas haben wenigstens Wochen, zum... Wir haben nächstes Wochenende was zu tun. Wir können das auch mal machen, wenn wir was zu essen haben. Ja. Apropos, hast du dich schon für irgendwas entschieden? Ich bin für bestellen, ehrlich gesagt. Dann sollten wir das vielleicht jetzt schon mal machen. So, Chat, was diesmal? Was? Nö, ich dachte, wie. Achso, ja, puh. Nee, wir können auch. Naja, nee, eben nicht. Alleine. Wir entscheiden lieber alleine, dann geht's schneller. Ja, dasselbe wie. Denselben Song nochmal? Dasselbe wie jedes Jahr. Genau, dieselbe Prozedur wie jedes Jahr. Genau das nehmen wir. Burger? Oder? Ja, dachte okay, ich. Okay, dann ist Burger okay. Achso, nee, willst du was anderes? Nee, wir können noch Burger essen, alles gut. Was willst du sonst? Burger! Was hättest du sonst gewollt? Burger! Du wolltest Burger? Du wolltest wirklich Burger? Nichts anderes? Nichts anderes. Nichts anderes, wirklich nichts anderes? Nein. Okay. Dazu, wie immer, Mayonnaise! Genau. So, rein damit in den Warenkopf. Das geht ganz schnell, oh, keine Sorge. Danke. Willst du? Ja. Und jetzt ist es... soweit. Ja. Zahlen. So, dann kommt das bald. Ja. 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 Burger. Hunger. Ich hatte doch Zeug zum selber Burger machen, aber egal, das können wir ja jetzt nicht verarbeiten. So gute tja. Burger. Okay, es wurde über Manga geredet. Gut, okay. gut. Was? Es gibt einfach viel zu viele Manga, Anime, um alle zu kennen. Einfach zu verstehen, weil man nicht alles kennt. Finde ich gut, die Aussage. Pandora Hearts habe ich tatsächlich mal überlegt, ob ich das anfange. Was? Pandora Hearts. Was ist damit? Das ist ein Manga. Hab ja, ich überlegt, also... ob ich den anfange. Ach so. Was? Den hast du noch nicht durch? Das ist Kult. Nein, Spaß. So, können wir? Ja. Also, geisterhafte Erscheinungen. Sona meinte, sie würde in jüngster Zeit von einer ganzen Reihe geisterhafter Erscheinungen heimgesucht. Stimmt das? Das stimmt, Ma'am. Übernatürliche Phänomene lassen sich hier mit einer gewissen Regelmäßigkeit beobachten. Schon seitdem Mr. Thea verstorben ist. Soweit ich weiß, haben die Einheimischen in der Nähe diesen
Phänomenen einen etwas unglücklicheren Namen gegeben. Die sechs anderen Löwen vor... Die sechs Schrecken vom Teerhaus. Die sechs anderen Löwen. Die sechs Schrecken vom Teerhaus. Das ist in der Tat etwas unglücklich. Die sechs Helmsuchungen im Haus Tier klingen doch recht gerätselhafter, nicht wahr? Tolle Idee, Cat. Mach dich nur über den gruseligen Butler lustig. Sagen Sie mal, Booster, haben Sie einige dieser seltsamen Vorkommnisse mit eigenen Augen gesehen? In der Tat. Denn ich bin Laborchef Dr. Clank. Ich habe die Gespenster gesehen, von denen Miss Thea spricht. Ich bekomme jetzt noch Gänsehaut. Sehen Sie? Nein? Macht nichts. Es war das erste der sechs Ereignisse. Ein Zwischenfall, den man inzwischen gern als die Gespenster im Garten bezeichnet. Erzählen Sie uns bitte mehr. Da waren Gespenster im Garten. Ende. Sehr wohl, Ma'am. Eines Abends ging ich meinen üblichen Pflichten nach und ich möchte Ihnen lieber nicht erzählen, was das für Pflichten sind, denn sonst würden Sie gleich wieder umdrehen. Oh, Laborchef Dr. Clank. Ist der Typ jetzt übrigens. Er ist Laborster. Was? Nein. Egal. Ich machte einen Rundgang über das Gelände um das Haus herum. Während meines Gangs durch den Garten hörte ich ungewöhnliche Geräusche. Es klang nach gedämpften Stimmen. Oh, ich liebe gedämpfte Stimmen. Die sind so lecker. Ich musste dem nachgehen und näherte mich daher der Geräuschquelle. Zu meiner Überraschung konnte ich eine große Anzahl geisterhafter Gestalten in einer Ecke des Gartens beobachten, die sich aneinander drängten und umeinander wanden. Potz Blitz! Trotz meiner profunden Verblüffung war ich so geistesgegenwärtig, mich zurückzuziehen, ehe die Erscheinungen mich bemerken konnten. Bedauerlicherweise stolperte ich aber über einen kleinen Strauch und gab dabei einen Laut von mir. Wenig überraschend hörten die Geister meinen Aufschrei. Ich rief, Buh! Sie wandten sich zu mir um und mit reiner Bosheit in den Augen gaben sie Folgendes von sich. Buh! Weißbrot! Wolltest du mich erschrecken? Nein. Doch. Du wolltest mich erschrecken. Kann ich mal. Hast du sogar geschafft, hat man mir nur nicht angemerkt. Nee, sie riefen Bro! Du hast gerade Ernest synchronisiert. Nö, sie haben es artig auch erschrocken. Okay. Au! So geht die Geschichte von den Gespenstern im Garten, Ma'am. Sie haben wirklich sehr anschaulich erzählt, Booster. Und Sie erwähnten, dass es sechs solcher Geschichten gibt? In der Tat. Was Sie dazu beitragen, Sir. Jene, die ich gerade zum Besten gegeben habe und fünf weitere von ähnlich verstörendem Inhalt, wie mir gesagt wurde. Ich gehe davon aus, sie werden sie alle aufdecken. Außerdem kreischt Ernest wie ein kleines Mädchen, das ist schon richtig. Ja, richtig, Ernest. Außerdem Ernest, nicht Ernest. Ernest. Das werden wir ganz sicher, keine Sorge. Und der verschwindet wie ein Geist. Dieser Butler ist so gruselig, dass einem die Worte fehlen. Kein Wort mehr. Überhaupt kein Wort mehr. Ich höre auf zu reden. Konnten Sie hören, was er gesagt hat, Emilia? Wir standen ja ein ganzes Stück weg. Natürlich konnte ich das. Nun sagen Sie mir, wie genau wollen Sie die Details der anderen Geschichten in Erfahrung bringen? Sich auch alle anhören. Indem ich die Leute befrage, wollen wir mal sehen, ob wir einige Nachbarn in der Nähe finden, die noch mehr für uns haben.
Es klang nämlich so, als wäre dieses wunderbare Spukhaus so etwas wie eine örtliche Attraktion. Hm. Also können wir dann aufbrechen? Ich bin ganz Ihrer Meinung, dass es eine gute Idee wäre, mögliche Zeugen zu finden, die nicht hier wohnen. Na gut, dann raus auf die Straße und mal schauen, wen wir so finden. Ja, ab auf die Straße mit euch. Ach, wirklich? Nein! Außer da ist einer auf die Straße gezeichnet. Das ist dann ein Oh, Mann! Bei diesem Haus kriege ich immer noch Gänsehaut. Das ist so lustig. Ich hätte nie gedacht, dass sie der Typ dazu sind, an Geister zu glauben, Emiana. Ein guter Profiler muss immer ohne vorgefasste Meinung an die Interpretation der Daten herangehen. Wenn man zulässt, dass gewisse Überzeugungen, zum Beispiel dieses Verleugnen der möglichen Existenz von Geistern, das eigene Urteilsvermögen beeinträchtigt, ist das ein elementarer und entscheidender Fehler. Oh, und ich dachte, Sie hätten einfach nur eine Heidenangst. Was sagen Sie da? Huch, ich meine, Entschuldigung, nichts. Außer, dass Sie ein Schisser sind. Also sollen wir uns nun ein paar Leute zum Befragen suchen? Ernest? Oh, da ist... Guck mal, wer da ist. Das war doch nicht Cock, oder? Das ist der Cock. Das ist Cock? Das ist der Cock. Stimmt, das ist Cock. Ich drehe mich mal hier ein bisschen rüber. So, damit ich ein bisschen mittiger bin. So, aber wollen wir... Sprechen wir sofort den Cock an? Ich habe ihn schon angesprochen. Und er hat kein Rätsel. Oh. Cock Blocker. Cock Booker steht da sogar. Schön. Hallo, Miss, lassen Sie mich nachschauen. Ach ja, Miss Layton und Emiliana, guten Abend. Was machen Sie denn hier, Cock? Laut meinen Aufzeichnungen hat die Besitzerin dieses Hauses, ach ja, hier steht es. Eine Miss Terre hat Scotland Yard um Hilfe gebeten. Sie ist das Ziel von eher garstigen, übernatürlichen Vorkommnissen geworden und fragte sich, ob, sie fragte sich, ob irgendwelche Witzbeute dahinter stecken könnten. Wir, gehen dem nach. Die schwarzen Rahmen sind dahinter. Ja. Warum? Weil sie schwarz sind? Nein, weil das Witzbeute sind. Ach so, ja. Hatte Soda uns nicht erzählt, sie hätte die Polizei schon längst um Hilfe gebeten? Also Kriminaloberkommissar Cock. Genau, Cock. Er ist Cock. Das wäre cool. Wie läuft die Ermittlung? Ich habe hier die Einzelheiten irgendwo. Inspektor Hastings war an dem Fall dran, aber er musste unerwartet weg. Er hatte Angst. Wirklich? Ich frage mich, warum nur? Er hat mich gebeten, lassen Sie mich nachschauen. Ach ja, ich soll die Übermittlungen ernehmen. Übermittlungen ernehmen. Also habe ich die Ermittlungen übernommen. Haben Sie denn überhaupt irgendwas Nützliches herausgefunden? In meinen Notizen steht das, hier. Nein, wir haben nichts entdeckt, was die Geschehnisse erklären könnte. Aber. Aber? Nun, mir ist ein eher verdächtig aussehender Schatten am Fenster aufgefallen. Und? Es ist doch Ihre Aufgabe, auf verdächtig aussehende Gegenstände zu achten. Oder Dinge. Kommissar Cock. Es war ja vielleicht kein Gegenstand. Ach ja, Miss, ich bin mir sicher, dass ich meine Beobachtungen hier aufgeschrieben habe. Hier haben wir es. Ich habe neulich eines Abends das Gelände des Anwesens alleine untersucht. Aus irgendeinem Grund schaute ich hoch und sah einen schemenhaft aussehenden Schatten an einem der Fenster des Herrenhauses. Vielleicht der von Miss Thea. Aber Schatten sind doch immer schemenhaft, Kommissar. Es war doch sicher bloß jemand, der am Fenster stand, oder nicht? Oh ja, aber es war größer als ein Mensch. Und dann ist es einfach verschwunden. Puff, einfach so. Wie der Butler? Nee, wie der Strich. Was? Puff. Hä? Oh. Ja. Nun, das klingt tatsächlich nach einem übernatürlichen Phänomen. Nachdem ich einige der Einheimischen befragte, stellte sich heraus, dass die Leute hier das Phantom am Fenster nennen.
Ich fürchte, dass, lassen Sie mich nachschauen. Ja, das ist alles, was ich weiß.